Der erste FC Köln zieht die Reißleine. Nach der gestrigen Niederlage gegen Mainz 05 war es anscheinend genug für die Köln-Verantwortlichen und sie beurlaubten Markus Gisdol, der diese Saison ja der Trainer von den Geißböcken war. Jetzt so am Ende der Saison natürlich eine sehr, sehr gravierende Entscheidung, denn Köln steckt mitten im Abstiegskampf und muss natürlich schauen, dass sie in der Liga bleiben. Das wird aber nicht einfach, denn das direkte Duell gegen Mainz wurde verloren. Besprechen wir doch mal kurz, was das für Köln heißen wird und wer der neue Trainer sein wird. Wie immer, falls euch dieses Video gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, den Kanal abonnieren für mehr Content und kommentiert fleißig zu dem Thema, vor allem die Köln-Fans werden dazu sicher eine sehr konkrete Meinung haben und wir starten jetzt mal in das Video rein. Also, Markus Gisdol ist weg, der Trainer, der seit 2019 bei den Kölnern war und einen relativ okayischen Job gemacht hat, würde ich sagen, als Außenstehender. Mit Köln kannst du auch momentan nicht so viel reißen, da ist halt die Erwartungshaltung relativ gering, aber er war schon recht sympathisch, aber man muss sagen, Sympathie hilft nicht immer, um den Abstieg zu vermeiden, und die gestrige Niederlage gegen Mainz war so etwas, der, ja, da ist das Wasser zum Überlaufen gekommen und der Köln hat dann die Reißleine gezogen. Das Spiel war auch sehr unglücklich gestern, 2-3 verloren gegen Mainz, aber muss auch sagen, defensiv wieder immer sehr anfällig, denn ja, Mainz hat sie eiskalt ausgekontert und in der Schlussphase noch das 3-2 gemacht und damit wichtige Punkte für den Klassenerhalt besorgt. Und während die Mannschaft von Bo Svensson schon vielleicht eher nach oben schauen kann, muss Köln schauen, dass sie nicht weiter nach hinten rücken, weil sie sind jetzt nochmal dann vorletzt in der Liga. Natürlich vor Schalke, die auch meilenweit abgeschlagen sind, aber Köln steht momentan auf einem fixen Abstiegsplatz. Da würde ich mal interessieren von den Köln-Fans, eurer Meinung zur aktuellen Situation, bitte alles gerne rein. Und wir sprechen jetzt mal über den potenziellen neuen Trainerkandidaten. Der neue Trainer soll kein geringerer als der Ex-Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel werden, der ja auch bei Düsseldorf letztes Jahr ziemlich sang- und klanglos gefeuert worden war. Angeblich solle er schon Kontakt mit dem aktuellen Sportchef Horst Held von Köln Kontakt aufgenommen haben und es scheint so, als ob dieser Deal über die Bühne gebracht werden soll. Ich meine, Friedhelm Funkel ist ein sehr sympathischer Coach, hat bei Düsseldorf einen sehr guten Job gemacht und kann bei Köln sicher auch etwas erreichen, aber muss auch die Situation betrachten, denn er übernimmt jetzt Köln mitten in der Saison. Es sind nicht mehr viele Spieltage und er muss jetzt das Unmögliche wahrmachen. Obwohl unmöglich ist es nicht, aber er muss auf jeden Fall schnell mit der Mannschaft connecten und dann sofort den Abstieg vermeiden. Also das sind sehr hohe Erwartungshaltungen und ja, da muss man auf jeden Fall schauen, was da passieren wird. Was halten die Köln-Fans von diesem neuen Trainer? Wie gesagt, ich glaube, sie werden es schon gut finden, dass Friedhelm Funkel bei Köln ist, aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist momentan sehr, sehr kritisch. Also jetzt braucht es wirklich einen guten Führungsstil und einen guten Zusammenhalt der Mannschaft. Ich glaube, qualitativ kann Köln oben bleiben. Die haben gute Spieler mit Hector oder mit Wolf oder auch mit Dennis oder mit Thorn auch, die alle qualitativ eigentlich bestehen können, aber man muss halt auch spielerisch überzeugen. Und das ist momentan schwierig. Was haltet ihr von dem ganzen Thema? War die Beurlaubung von Gisdol berechtigt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Ich finde, das war jetzt zwar schon irgendwo, hat man schon erwarten können, aber es ist momentan noch sehr später Zeitpunkt, logischerweise. Wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, Bewertung da lassen und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald, ciao!